In einem Deutschland vor unserer Zeit streiften Riesenechsen durch Seenlandschaften und Urwälder. Noch heute lassen sich viele Spuren ihrer Vergangenheit finden. In der Trias vor über 200 Millionen Jahren stapfte der Langhalsdino Plateosaurus durch Gebiete, die heute zu Deutschland gehören. Skelette des bis zu 4 Tonnen schweren und 7 Meter langen Pflanzenfressers wurden zum Beispiel in Baden-Württemberg gefunden. Der Emausaurus lebte vor 180 Millionen Jahren. Seine Fossilien wurden auch in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt. Der etwa rabengroße Archaeopteryx wies Merkmale von Reptilien und Vögeln auf. Seine rund 150 Millionen Jahre alten Überreste fand man vor allem in Süddeutschland. Die meisten Skelettteile des Raubsauriers Vien Venator albati aus der Jurazeit kamen in Norddeutschland ans Licht. Der 9 Meter lange Riese lief auf 2 Beinen. In einem Deutschland vor unserer Zeit streiften Riesenechsen durch Seenlandschaften und Urwälder. Noch heute lassen sich viele Spuren ihrer Vergangenheit finden. In der Trias vor über 200 Millionen Jahren stapfte der Langhalsdino Plateosaurus durch Gebiete, die heute zu Deutschland gehören. Skelette des bis zu 4 Tonnen schweren und 7 Meter langen Pflanzenfressers wurden zum Beispiel in Baden-Württemberg gefunden. Der Emausaurus lebte vor 180 Millionen Jahren. Seine Fossilien wurden auch in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt. Der etwa rabengroße Archaeopteryx wies Merkmale von Reptilien und Vögeln auf. Seine rund 150 Millionen Jahre alten Überreste fand man vor allem in Süddeutschland. Die meisten Skelettteile des Raubsauriers Vien Venator albati aus der Jurazeit kamen in Norddeutschland ans Licht. Der 9 Meter lange Riese lief auf 2 Beinen. In einem Deutschland vor unserer Zeit streiften Riesenechsen durch Seenlandschaften und Urwälder. Noch heute lassen sich viele Spuren ihrer Vergangenheit finden. In der Trias vor über 200 Millionen Jahren stapfte der Langhalsdino Plateosaurus durch Gebiete, die heute zu Deutschland gehören. Skelette des bis zu 4 Tonnen schweren und 7 Meter langen Pflanzenfressers wurden zum Beispiel in Baden-Württemberg gefunden. Der Emausaurus lebte vor 180 Millionen Jahren. Seine Fossilien wurden auch in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt. Der etwa rabengroße Archaeopteryx wies Merkmale von Reptilien und Vögeln auf. Seine rund 150 Millionen Jahre alten Überreste fand man vor allem in Süddeutschland. Die meisten Skelettteile des Raubsauriers Vien Venator albati aus der Jurazeit kamen in Norddeutschland ans Licht. Der 9 Meter lange Riese lief auf 2 Beinen.